Eine die gute Stube, Mittwoch ist Zeit für Torwarttraining. Hallo Vajos. Hi Ferdi. Grüß dich, alles klar? Ja, klar. Ja? Ja. Bist du noch nicht im Winterschlaf? Noch nicht. Du bist noch fleißig? Ja. Am Trainieren? Muss. Seid ihr auch fleißig noch am Trainieren? Habt ihr die letzten Einheiten Torwarttraining fleißig gemacht? Habt ihr es alleine gemacht? Habt ihr es mit euren Partnern gemacht? Schreibt uns weiterhin fleißig eure Kommentare. Schickt uns weiterhin Trainingsübungen. Ein paar Sachen habe ich schon zurückbekommen. Und zwar, die würde ich jetzt tatsächlich mit dir heute gleich mal zum Aufwärmen machen. Ja. Einfach damit wir auch mal die Übungen durchgehen, die ihr uns so geschickt habt. Ja? Wir haben jetzt dazu erstmal heute wieder zwei Hütchen aufgebaut. Zum Aufwärmen reicht es völlig. Wir gehen jetzt gleich mal rein, so ein bisschen in das Thema Beweglichkeit, ein bisschen in das Thema Fangen, Einschießen und so weiter. Ja? Nichts großartig Dramatisches. Ihr braucht heute wieder einen Trainingspartner. Wenn der ausfallen sollte, weil er irgendwie unpässlich ist, dann könnt ihr auch wieder eine Wand, eine Mauer oder ähnliches nehmen. Bloß es wird mittlerweile draußen auch immer schwieriger, im Garten gegen die Wand zu schießen. Vor allem, wenn es geschneit hat. Deswegen am besten alles nach drin verlagern. Wir zeigen euch wie immer, wie das Ganze geht. Und ich würde sagen, wir starten gleich, oder? Ja. Genau. So, der Vajos geht jetzt mal zwischen die beiden Hütchen. Und ihr könnt euren Trainingspartner schon nehmen. Ihr braucht natürlich euren Ball. Macht euch bereit und trainiert am besten parallel gleich mal mit. So, wir beginnen ganz einfach im Tippeln. So, tippeln. Du bekommst einen Ball zugeworfen, ja. Fängst den Ball, ja, ja. Kreist ihn einmal zurück und wirfst zurück. Okay. Okay? Und los geht's. So, einmal kreisen, zurückwerfen, immer gleich mit der linken Hand rauswerfen. Ah, okay. Genau, also fangen, einmal links raus, genau so. Fangen und weg geht's, jawohl. Hopp, tschapp, tschapp, Hände oben zusammennehmen, jawohl. Und einmal rum und alles bleibt im Tippeln. Gut, hopp, gut, gut. Und nächster, hopp, hopp, gut, gut. Und zwei noch. Eins und zwei. Gut. Nächste Aufgabe. Du fängst den Ball im Tippeln. Tippelst den Ball noch einmal über den Boden auf. Einmal rum, einmal zurück und dann raus. Also gegengleich. Schmeiß mal her. Hopp, runter. Einmal raus, einmal gegengleich zurück. Okay? Genau. Einmal rum, einmal gegengleich zurück. Und los geht's. Hopp. Genau. Einmal rum, einmal gegengleich und raus. Hopp. Gut. Jawohl. Und immer schön abschließen die Hände hinter dem Ball. Genau. Ja, einmal den Boden. Genau. Genau. Und hopp. Genau. Hops. Hops. Gut. Genau. Hopp. Jawohl. Einmal, zweimal. Hopp. Und der letzte. Genau. Hopp. Hopp. Okay. Gut. Wie wirst du schon ein bisschen warm? Oh, du kommst schon ins Schwitzen jetzt. Ja, also. Sehr gut, genauso muss es sein. Nächste Aufgabe, wir bleiben weiter beim Einschießen. Ich werfe dir den Ball zu, du fängst den Ball, gehst einmal mit dem Ball hinter den Kopf, als würdest du einen Einwurf machen, gehst dann nicht aber in den Einwurf rein, sondern du wirfst den Ball nach vorne, gehst einmal um den rechten Fuß und wirfst zurück. Okay. Also von hier vorne, durch die Füße durchstecken, links auf rechts legen und so weiter. Genau, einmal, zweimal, hopp. Und los geht's. Genau. Hopp. Und von vorne durch. Und dann mit links. Raus, genau. Okay. Wenn du es so machst, mit links raus. Genau. Und andere Seite. Macht nichts. Und gut. Pause wieder? Ja. Sehr gut. Wir gehen eins weiter und wollen so ein bisschen den Rumpf kräftigen. Ja, das tun wir aber nicht am Boden, sondern auch wieder verbunden mit einer Fangübung. Das heißt, ich werfe dir jetzt den Ball immer 5-6 Mal hier rüber. Du fällst aber nicht um, sondern gehst eigentlich in die Position rein, die du normalerweise einnehmen würdest, wenn der Ball jetzt seitlich kommt und wirfst den Ball zurück. Der Fuß bleibt
bei dir zu Hause. Also wir gehen jetzt nicht nach vorne, weil wir nicht in die Bewegung nach vorne gehen, sondern du gehst gleich drüber, der Rumpf beugt sich zur Seite und beim Rauswerfen gerade werden. Okay? So, schmeiß mal ein bisschen auf die Seite. Ja. So, eins, hopp, zwei, hopp, drei, hopp, vier und so weiter. Okay? Ja. So, immer beim Zurückgehen, Bauchfeste anspannen, Bauchnabel nach innen, nach hinten ziehen, aktiv, ja? Und beim Zurückgehen schnell aufrichten, als würde ich gegen einen Widerstand schnell wieder mich aufrichten. Okay? 5, 6 auf die Seite, dann 5, 6 auf die Seite. Ja. Los geht's. Kannst den einen Fuß, du kannst hier auch ruhig ein bisschen ins Knie gehen. Genau. Und raus. Genau. Genau. Hopp. Und 4, 3, 2, 1. Wechseln. Ja. Bisschen ausschütteln, einmal kurz. Und. Zweite. Merkst du ein bisschen im Rumpf? Ja, ja. Also es geht immer wieder so zurück und du ziehst hier auf der Seite, die erst dehnt, schnellkräftig wieder zurück. Okay? Gut, und los geht's. Hopp. Was? Ja, ja, ja. 4, 3, 2, letzter Pause. Okay, gut. Dann, für euch zu Hause auch, wir gehen jetzt in hoch und flach, hoch und flach, hoch und flach. Das heißt, wir sind immer beweglich. Euer Trainingspartner stellt sich am besten immer ein bisschen tiefer hin, schön in die Grätsche, damit er eigentlich im Prinzip den Ball immer hoch und flach werfen kann. Ja? Ihr geht immer zum flachen Ball, Grätsche aufnehmen. Ja? Und so wie du den Ball bekommst, geht er auch raus. Also das heißt, den flachen Ball aufnehmen, rausrollen, danach gibt es immer gleich den hohen. Den fängst du und wirfst ihn wieder. Okay. Das heißt, du machst im Prinzip genau das gleiche wie ich. Mhm. Euer Trainingspartner macht die gleiche Übung wie du. Du gehst auch schon mal so ein bisschen beim flachen Ball, damit du reinkommst. Und wenn du den Ball dann dich für den hohen Ball fertig machst, ist der einzige Unterschied zwischen dir und mir, dass du so zusammen gehst. Ja, wenn der wieder flach kommt, gehst du in die Grätsche. Und wenn er hier kommt, gehen wir wieder so ein bisschen zusammen. Okay. Das heißt, du spielst schon in den Füßen, also in den Schrittlängen. Und ich als Trainingspartner bleib einfach nicht drin. Okay? Mhm. Jetzt probieren wir es mal einfach aus und dann können wir es nach Schnelligkeit und Intensität auch steigern. Gut. Ihr Vasen alle wegräumen, los geht's. Also ich hole mal flach raus. Du bist erstmal den Ball her. Ja, okay. Und du startest in der normalen Torwartposition. Ja. So, genau. Also ich beginne mit einem flachen, du gehst in die Grätsche. Okay. Okay, ja. Und los geht's. So, erster, raus, genau, ab, und, ja, genau. Genau, und los geht's, hopp, und zweiter, gut, und zweiter, hopp, ab. Und los geht's. Ja, genau, stimmt schon, ab. Werfen, so, und rollen, nee, rollen musst du, nochmal flach, ja. So, rollen, werfen, rollen, werfen, rollen, werfen, gut, wow, rollen, werfen. Ah! Rollen. Werfen. Rollen. Und letzter. Hopp. Gut. Pause kurz, auch für die Füße wieder aus. Ausruhen. Genau. Nächste Aufgabe, wir gehen so ein bisschen ins Technische rein. Ihr sucht euch mal ein bisschen mehr Platz, beziehungsweise wir tun das mal. Und wenn ihr zu Hause hinter euch auch ganz gleich eine Wand habt, dann geht er mit den Hütchen jetzt am besten ein bisschen nach vorne. Wir machen immer so ein Dreierspielchen. Du kriegst einen Ball von mir zugeschossen aus der Hand. Hier fangen. Stoppst den Ball, dann Dropkick in die Richtung. Dropkick stoppen, ziehen, Fußwechsel, links spielen, erster Schuss aufhalten. Du musst jetzt noch nicht vorne ins Plumpsen reingehen. Wichtig ist nur, dass wir dann nach dem Anspiel tippeln, in die Grätsche gehen, den Ball wieder aufnehmen, entweder hier eher ins Knie gehen oder hier eher ins Knie. Ob du jetzt mit Plumpsen machst oder nicht, das kannst du dir überlegen und könnt ihr euch auch zu Hause überlegen, je nachdem, wie der Ball halt noch ist. Ne? Ja. Je schärfer, desto besser ist es, wenn man den Ball danach mit einer Bewegung nach vorne sichert, aber ist jetzt hier nicht zwingend notwendig. Okay? Okay, ja. So,
Du bist schon ganz guter Torwart, deswegen schieße ich aus der Hand. Okay. Alles klar? Ja. Gut, und los geht's. Hopp. Gut. So, Dropkick. Oh. Hoppla, Dropkick war das. Huch. Das sollst du mal machen. Weil es Mittwochmorgen. So, und los geht's. Eins, zwei, spielen. Genau. Ah, mit Plumpsen, ich werde wahnsinnig. War erst ein Keeper durch und durch. Und zweiter. Gut. So, Dropkick. Eins, zwei, spielen. Jawohl, gut. Du schaust mal, dass du mit der. Ist ganz gut jetzt, dass du beim Dropkick stoppen mit der Fußsohle ein kleines bisschen weiter drüber kommst, aber gleichzeitig die Ferse so hältst, dass er dir nicht hinten durch kann. Das heißt, ja, der ganze Fuß ist schräger und schiebt den Ball mehr nach vorne und dann beginnt das Zurückholen. Ja? Also du gehst gar nicht so viel mit dem Ball mit, sondern holst ihn dir dann eigentlich mehr. Ja? Okay. Gut. Und los geht's. Ja. Gut. So, sehr gut. Ziehen, Fußwechsel, spielen. Jawohl. Schön. Gut, machen wir noch drei Stück. Hopp, Dropkick raus. Eins, zwei, spielen. Hopp, schön. Was hat jetzt super gewechselt. Ja, der Ball kommt eher tendenziell rechts. Er wechselt eher auf den rechten Fuß, knickt dort ein und macht die ganze Sache eher über die rechte Seite. Schön gemacht. Nur zu erklären für zu Hause. Und Dropkick raus. Ziehen, Fußwechsel, spielen. Jawohl, gut so. Und der letzte. Dann ist gleich wieder Pause. Hopp. Gut. Dropkick raus. Ziehen. Hopp. Spielen. Und Pause. Okay, kurz ausschnaufen für den Bios. Gib mir mal den Ball. Ihr zu Hause ändert das Ganze jetzt. Geht auf die linke Seite. Das heißt, den Ball fangen. Dropkick linker Fuß. Hopp. Und links Fuß wechseln. Anspielen. Und wir gehen dann noch einen weiter. Geh mal kurz nach vorne hin. Wir machen das Ganze dann nämlich so. Du kriegst den Ball nicht, also schon wieder flach zurück, nimmst ihn aber nicht auf, sondern hast eine Sohlenwende mit rechts, gehst nach da, okay, ja, machst deine Schussfinte mit links, spielst und kriegst dann den scharfen Ball. Alles okay, klar. Schaut dann schnell so aus, werf mir mal den Ball kurz zu. Also, erst fangen, Dropkick, links, ziehen, Fußwechsel, spielen, da kommt er her, Sohlenwende rechts, nach links aufdrehen, Schussfinte, spielen und nach vorne. Alles klar? Ja. Bei euch auch zu Hause alles klar? Genau. Dann können wir loslegen. Und los geht's. Gut. So, ziehen, Fußwechsel, spielen, Sohlenwende rechts, Schussfinte links. Perfekt. Und jawohl. Stark. Lass die Zeit dann dazwischen immer. Ja. Ausruhen wieder. Technisch ganz sauber. Ja, super. Und los geht's. So, Dropkick raus. So, ziehen, Fußwechsel, spielen. Sohlenwende rechts. Okay, super. Spielen und da geht's her. Ja. Gut. Und auf geht's. Dropkick, ziehen, Fußwechsel, spielen. Sohle weg. Hep, Schussfinte, spielen und los geht's. Jawohl. Sehr gut. Und hep, gut. Dropkick raus. Hopp, hopp, spielen. Sohlenwende, passt schon. Der ist mal von dir schlecht. Passt schon, machen wir nochmal. Ja. Sohlenwende rechts. Hep, Schussfinte weg. Spielen und los geht's. Jawohl. Also. Sowas, die Wand im Weg. Jux und Mädels, nicht nachmachen. Nicht in die Wand rein. Gefährlich. Gefährlich. Letzter? Ja. Und komm. Gut. Dropkick weg. Hep, hep. So, spielen. Hopp. Sohle. Schussfinte. Spielen. Und da sind wir. Okidoki. Gut. Perfekt. Kurze Pause für dich. Für euch auch kurze Pause. Ihr könnt aber den Aufbau so lassen. Denn wir gehen jetzt gleich so ein bisschen ins Flache rein. Okay? Ich erkläre es mal für euch zu Hause. Am besten ist, ihr setzt euch jetzt in das Türchen. So. Also, rechter Fuß angewinkelt. Ich mache es mal lieber links rum, weil mein rechter Fuß nicht mehr ganz so gesund ist. Also.
Wir nehmen jetzt mal, setzen uns mit der Brust und mit dem Bauchnabel in Richtung der Wand. Der linke Fuß ist hier vorne, der rechte Fuß ist hier weg. Okay? So, am besten wäre, dass der Fuß noch weiter hier hinten weg ist und du eigentlich die Position dann zum Trainer hast. Okay? Ja. Gut. So, du kannst nachher auch, du wirst dich schon austarieren. So, jetzt kriegst du den Ball zugeworfen von deinem Partner. So, du hast die Hände als Keeper immer hier vorne im Schoß. So, jetzt kommt das Kommando. Hopp, sag mal hopp. Hopp. So, du wirfst dann auch gleich raus. Wir drehen uns hier, fangen den Ball, werfen zurück. So, wieder zurück. Und jetzt geht das Ganze 5-6 Mal. 1, 2, 3. Hier und so fangen. 5 Mal. Dann wechsel auf die andere Seite 5 Mal. Dann gehen wir danach wieder in den Wechsel, also in die Position. Dann kriegst du den ganzen, dann kriegst du das Ganze über die flache Seite. Also schon wieder von da, aber flache Seite heißt dann, spiel mal den Ball her. Das heißt, der Ball kommt dann hier, obere Hand raus, über die linke Hand hochdrücken, hopp, und versuchen den Ball so früh es geht zu fangen. Was wir hier immer wieder dabei haben, ist übers Knie nach oben zu wippen. Ja? Und so starten wir jetzt erstmal. Okay. Alles klar? Ich denke, ja. Gut. Also die Position anfangen, ne? Dann zu dir drehen. Ja, am besten ist, du drehst jetzt eigentlich schon fast zu weit. Du müsstest okay. Noch ein bisschen weiter offen zu deinem Partner hin. Ja. Genau, so ist gut. Okay. Am besten so halten und jetzt bei hopp, drehst du, Hände sind im Schuss, zusammen schon und los geht's. Hopp, drehen, weg, 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 hopp. Gut, und Gleichgewicht halten. Und letzter, hopp, gut. Pause kurz, abstützen. Dreh dich mal noch mehr zu mir. Ja, ja, ja. So ist gut, so ist gut. Okay, kurz abstützen. Wir gehen jetzt in die flachen Bälle rein. Achtung für eure Trainingspartner zu Hause. Der Ball, der jetzt flach gespielt wird, der ist nicht zu fest. Der soll ruhig langsam sein, ja. Und du sollst aber den Ball so früh wie möglich kriegen. Also was jetzt keinen Sinn macht, ist natürlich den Ball nur so anplüppen, so dass der in 3 Jahren erst ankommt. Das macht keinen Sinn. Aber was natürlich auch keinen Sinn macht, ist jetzt einen Torschuss oder einen festen Pass zu spielen, weil du das von der Bewegung her nicht schaffst. Also so ein, es reicht eigentlich, wenn ihr euch den Ball mit der Sohle so nach vorne schiebt, ein bisschen zügiger, und dann kommst du in den Ball rein. Jetzt machen wir mal den ersten. Achtung. So, obla, Entschuldigung. So, hopp. Genau, stopp. Bleib mal so kurz. Ja. Genau. Und wichtig für euch jetzt zu Hause, den Ball wirklich auch da zu bekommen, wo eure Arme am gestrecktesten sind. Also schlecht wäre es natürlich, den Ball jetzt hier zu bekommen, weil dann die Bewegung eher krumm ist. Wir wollen ja den Ball so früh wie möglich abholen. Das heißt, schaut, dass ihr die Hände in eine komplette Streckung fast bringt und dann den Ball früher abholt. Alles klar, die Daumen schließen hinten schön ab. Perfekt, einmal auf. So, und Nummer 2. Genau. Und auf. Und die 3. Hopp. Und die 4. Hopp. Und die 5. Hopp, und die 6 und die 7 und dann ist Pause. Jawohl, gut. Wir machen das Ganze auf die andere Seite. Erst hoch? Erst hoch, dann flach. Okay. Genau. Und los geht's. Hopp, 1, 2, 3. Ich habe Hopp vergessen. Hopp, 4. Hopp, 5. Hopp, 6. Hopp, 7. Und 8 und 9 und 10. Hopp, gut, passt. Andere Seite. Nicht andere Seite, flache Seite. So, ja. Bin heute auch schon ganz daneben. Okay, und los geht's. Ja, 1, gut. Und 2, hopp, gut. Und 3 und 4, gut. Und 5, hopp, 6 und 7 und letzter, hopp. Gut, okay. Nächste Aufgabe, du bist mal der Zuspieler, wir starten wieder so wie wir gerade waren, gehen auf die Seite hier, auf den Popo, auf den Oberschenkel, du bekommst den Ball von mir zugeworfen, du stößt ihn nur mit der linken Hand zurück, schmeiß mal her, linke Hand zurück, ungefähr 3-4 Mal, okay? So, wenn ich sage hopp, geht es jetzt in die Bewegung, schmeiß her. So, weg, runter, okay, und jetzt mal ohne Hände aufstehen. Das heißt, bis hier ist noch okay, dass der Arm ein bisschen abdrückt und hier ohne Hände aufstehen, hochspringen, rausdrehen und dann kriegst du von mir den scharfen Schuss
halten, sichern. Okay? Okay? Dann ist die andere Seite dran und wir machen jede Seite dreimal. Also 6 insgesamt. Dreimal stupsen, beim vierten Mal runter, hoch, über die Knie aufstehen, ohne Hände und den Ball gibt es oben rein. Okay. Verstanden? Wir machen es einmal langsam. Wir schauen mal, ob ihr zu Hause auch geschafft habt. Dann zu dir schon? Hä? Zu dir schon? Ja. Ja, genau. Und los. Ja, genau. Und los. Eins, zwei, drei, vier. Runter. Ohne aufstehen, stehen. Genau. Alles klar? Ja. Und dann wäre eigentlich Seitenwechsel. Ah, ja. Du kannst aber auch dreimal drei, also wie du möchtest. Mach was abwechseln. Ist kein Problem. Genau. Und los geht's. Hopp. Eins, zwei, drei, vier. Runter. Auf, stehen. Bravo. Gut so. Lass dir ruhig Zeit dabei. Ja? Kids zu Hause sind natürlich immer viel, viel schneller, weil sie kleiner, leichter und einfach noch jünger sind als wir. Ja. So, sind Sie bereit? Natürlich. Okay, los geht's. Hopp. Eins, zwei, drei, vier, runter und ohne auf. Jawohl, gut so. Super. Wir haben den vierten jetzt, oder? Genau. Hat es ein bisschen geknackt in der Kniekehle? Ja, ein bisschen. Zeit. Okay, und los geht's. Hopp. Eins, hopp. Zwei, hopp. Drei, hopp. Vier, weg. Gut, und dann. Jawohl, gut so, super. Zwei Stück haben wir noch. Kids, wie schaut es aus bei euch da, Jungs und Mädels? Seid ihr schon fertig? Oder seid ihr noch dabei? Ihr könnt natürlich auch zu Hause das Ganze wie immer variieren. Ihr könnt fünfmal, viermal, dreimal, wie ihr möchtet. Ihr könnt nach dem halbhohen Ball, den er weiß, jetzt feind und sicher, danach auch nochmal einen flachen zugespielt bekommen oder schon einen auf die Seite. Das könnt ihr natürlich variieren. Das Element soll halt bloß einfach mit drin sein. Okay? Also wegstupsen, dann am Schluss aus der Stupsbewegung in die Wippe zu kommen, aufzustehen und wieder gerade in der Torwartposition zu sein. Alles klar? Marius, los geht's. Zwei Runden noch. Hopp. Eins, zwei, drei und jetzt ab. Vier, runter. Hopp, stehen. Sehr gut. Und wir kombinieren mal den letzten jetzt, weil es ganz so lustig ist, ja, mit dem Ball oben. Den rollst du raus und ich spiele dir nachher einen daher zum seitlich flach gehen. Okay? Ja, ja. Genau. Aber ich lasse dir dabei Zeit, dass du dich schön positionieren kannst. Ja? Gut. Also, und los geht's. Rechte Seite, jawohl. Drei und vier. So, runter, hopp, stehen, raus, rollen, stehen und zur Seite und so weiter. Gut gemacht. Wir machen eine kurze Pause. Der Bios muss dringendst was trinken. Ihr zu Hause natürlich auch. Wir machen kurz Pause und sehen uns in einem Minütchen wieder. Bis gleich. Top, top, top. Okay, dann können wir wieder weitermachen. Marius, wie schaut's aus? Genug getrunken? Jetzt geht's wieder, ja. Jetzt geht's wieder. Schau, Marius, du kriegst dafür einen Ball. Ich nehme jetzt auch mal einen Ball mit rein, um es einfach parallel zu zeigen. Ihr könnt es wieder mit Trainingspartner machen, ihr könnt es aber auch ohne Trainingspartner machen. Wir brauchen eigentlich jetzt mal gar kein Hütchen. Ja? Alles, was wir brauchen, sind unsere Hände und unsere Füße. Und zwar, ihr wisst ja, dass wir ganz, ganz viele Sachen mit Tricks machen. Also ganz viele Übungen, ganz viele Koordinationsaufgaben. Auch im Torwarttraining sind immer ganz viele Tricks mit dabei. Und was wir jetzt mal machen wollen ist, wir nehmen uns jetzt mal so ein, zwei, drei Trickkombinationen raus, ja, und verbinden die im Prinzip mit einer Torwartaufgabe, mit einer Torwartgrundtechnik. Ja. Euren Trainingspartner braucht ihr dann, zeige ich euch wo. Es reicht aber auch, wenn ihr statt dem Trainingspartner dann einfach eure Wand hernehmt. Das ist eigentlich egal. So, wir fangen jetzt mal an. Und zwar mit einer Standtrickkombination. Ja, das müsste eigentlich jeder kennen. Wir fangen an mit Ziehen, Vorlegen, Ziehen, Zurück. Ganz einfach. Und der Ball rollt jetzt einfach mal von uns weg. Aber er rollt nicht von uns weg, sondern wir als Torhüter gehen den Ball einen Schritt hinterher, nämlich auf der Seite,
auf der sich der Ball befindet. Das wäre jetzt die linke Seite. Und gehen einfach zu einem flachen Ball, so wie wir es im Spiel auch tun würden. Ja? So, also ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Jetzt in die Knie, Hände lang. Wir sind mit den Händen über dem Ball drüber. Position ist auch okay. Und jetzt kommen wir wieder nach oben. Okay? So. Zweiter Ball wäre jetzt entweder euer Trainingspartner, der euch den Ball von vorne zuwirft, ja, oder ihr werft einfach gegen die Wand und bekommt den Ball wieder, fangt ihn und sichert ihn. Alles klar? Ja. So. In unserem Fall machen wir es so, du machst dann die Standtrickkombination, wirfst den Ball zu mir und ich werfe ihn dir wieder zurück oder ich schieße ihn dir zurück. Okay. Ja? Okay. Gut. So, also beginnen wir einfach mal mit irgendwo freiem Raum und ich kann auch immer irgendwo hingehen. Ja? Also spielt eigentlich keine Rolle, wo ich dann bin. Du orientierst dich immer da, wo dein Trainingspartner auch ist, damit der auch nicht immer nur an einem Ort stehen muss. Genau, den Ball brauche ich gerade nicht. Chop, chop, chop. Okay, dann mal durchgehen. Auf geht's, hopp. Und ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Schön langsam, genau. Hier bin ich, hopp, und erster, genau. So, am besten immer Dropkick stoppen und dann kann es weitergehen. Und los geht's. So, hopp, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Hopp, und wo ist der Partner? Hopp. Genau, sehr gut, super. Hast du wieder Zeit? Kids zu Hause, wie gesagt, sind super schnell. Wir müssen ein bisschen haushalten mit unseren Kräften. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Okay, und los geht's. Hopp, so, ziehen, hopp, ziehen, hopp. Runter geht's. Sehr gut. Hopp, runter. Jawohl, gut so. So, wir machen jede Kombination immer dreimal, okay? Ja. Ja, oder viermal. Das macht noch einmal. Ja. Genau. Und los geht's. Hopp, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Da sind wir unten. Jawohl. Und los geht's. Jawohl. Okay. Gut. Zweite Kombination. Wir machen das Ganze mal so. Ziehen zurück. Schussfinte. Den Ball treiben lassen auf die rechte Seite. Wir beginnen den Trick mit dem rechten Fuß. Also ziehen zurück. Rechter Fuß ähnlich wie gerade. Täuschen unseren Schuss an. Machen eine Schussfinte mit links hinterm Standbein durch. Fallen jetzt über die rechte Seite. Und den Ball spielst du einfach nur flach raus und kriegst den Ball wieder zum Aufnehmen. Okay? Mhm. Verstanden? Ich schon. Also zum flach Aufnehmen kriegst du. Ja? Ja? Gut. Dann können wir schon loslegen. Also ziehen, hopp, zurück, Schussfinte weg, einmal über die Seite. So, stehen und wo ist dein Partner? Jawohl. Sehr gut. Gut schon. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, deswegen ist so ein viereckiger Raum eigentlich gar nicht so schlecht. Unser Torwart befindet sich immer in der Mitte. Der Anspieler geht wirklich immer irgendwo hin. Ja? Und dann hast du eigentlich jedes Mal, spiel mal den Ball her. Wenn euer Anspieler danach zum Beispiel bei der Ballannahme hier rüber geht, würde der Ball jetzt von da kommen. Das heißt, unser Torhüter ist eigentlich immer hier am Mitgehen, am Tippeln auf der Zehenspitze und guckt, aus welcher Richtung der Ball kommt. Ihr könnt das Ganze aber auch wie so ein Football-Out machen, indem ihr dann einfach den Ball irgendwo hinspielt. Ja? Also du hast den Ball jetzt zum Beispiel aufgenommen, legst auf der Seite hier, ja, nimmst den Ball, spielst ihn dir darüber, schießt da gegen die Wand, kriegst ihn hier oder schießt da gegen die Wand und kriegst ihn hier wieder. Ja, das kann man machen, wie man dann da lustig ist, vor allem wenn einem der Trainingspartner fehlt. Okay? Nächste Runde, ziehen zurück, rechter Fuß, Schussfinte links, ziehen zurück, Schussfinte links, hoppala, schöner. Oder auch, so, jetzt machen wir das mal, hopp, und weg geht's. Ja, gut. Da war die Schussfinte ein bisschen zu kurz, gell? Ja. Genau. Letzter, immer dreimal die Trickkombination. So, ziehen, hopp, hopp. Und komm, bist du fest? Hopp. Und da sind wir. Jawohl. Okay. Pause wieder. Falsch. Genau. Wir gehen einen Schritt weiter. Machen den Trick ziehen, Fußwechsel. Kombinieren ihn mit Ronaldo rechter Fuß. Mhm. Ja? Linksfüßler können es natürlich auch andersrum machen. Ich mache es mal für den Linksfüßler. Also wir beginnen, ziehen, Fußwechsel, trotzdem mit dem rechten Fuß. Ziehen, Fußwechsel, Ronaldo links, der Ball geht schön schräg weg und wir kommen nach vorne. Wichtig ist natürlich bei allen Tricks, ob es jetzt eine Schussfinte ist oder ob es ein Standtrick ist oder ob es ein Ronaldo-Trick ist, am besten ist am Schluss die Position schräg vor uns. Ja, also wählt zum Beispiel Tricks aus, wo ihr auch nach vorne kommt. Ein einfaches Ziehen zurück hier würde heißen, ich muss nach hinten aus der Mitte und würde auch im Spiel nach hinten fallen. Eine Kombination Ziehen-Fußwechsel mit Ronaldo
treibe den Ball schräg vor mich und ich habe auch wieder die Position, die ich auch im Spiel einnehmen würde, nämlich schräg nach vorne von der Torlinie weg. Alles klar? Ziehen, Fußwechsel, Ronaldo. Achso, stopp, zweiter Ball. Du kommst dann auf, ja, und ich werfe dir den Ball irgendwie zurück. Als Aufsetzer, halb hoch, zugerollt, zugepasst, irgendwie. Okay. Alles klar, Bro? Ja. Gut. Alles klar. Achso, hier ist dein Ball. So, ziehen, Fußwechsel. Ronaldo, sehr gut. So, und auf geht's. Oh. Ja, da kann er schon bei uns. Guten Morgen. Alles klar? Ja, ja. Ich dachte, er kommt hier hoch und dann auf einmal. Ich habe gesagt, er kommt irgendwie. Also, ich weiß bloß nicht, wer sich mehr wehgetan hat. Die Decke oder ja, mir geht's Nase? Gut. Dir geht's gut? Die Stirn hat's abbekommen bisher, aber. Okay, ich war ein bisschen zu schnell jetzt. Nee, ich war zu langsam. Weil es ist, heute ist, was haben wir, Mittwoch, 16 Uhr. Noch ein Tiefschlaf. Vielleicht nicht noch schon im Winterschlaf, Ferdi. Vielleicht schon im Winterschlaf. Vielleicht okay. Schon. Nein, ihr habt jetzt zu Hause euren Spaß gehabt, natürlich, das ist klar, ich irgendwie auch. Weyers Nase ist aber wieder gerade. Ja. Das tut mir leid. Das heißt, wir können wieder weitermachen, okay? Gut. Dein Ball. Ziehen, Fußwechsel, Ronaldo. Und los geht's. Eins, zwei, hopp. Genau. So, und Bursack. Hopp und Achtung. Hopp. Ja, da ist er noch da. Ah, ich hoffe immer. Ja. Da ist er auch, zack, der Weyers. Jetzt bin ich da. Jetzt bist du da. Sehr gut. So, und ziehen, Fußwechsel, Ronaldo weg, hopp, und wo sind wir? Hopp. Jawohl. Gut. Sehr gut. Einen machen wir noch, oder? Ja. Der eine hat ja nicht gezählt. Den können wir nicht zählen lassen, ne. Nein, den können wir nicht zählen lassen. Ja. Ihr könnt zum Beispiel auch, bevor du deinen letzten hast, wenn ihr einen zweiten Trainingspartner, Bruder oder Schwester dabei habt, der euch helfen möchte, dann ist zum Beispiel der Papa, der den ersten Ball schießt und der Bruder könnte aus der anderen Ecke noch den Ball zuwerfen. Das würde natürlich auch gehen. Wie gesagt, Kreativität ist völlig erlaubt. Man kann die Übung auch umgestalten, wie man will. Und wie gesagt, schickt uns einfach mal was rein, damit wir mal gucken, wie ihr das zu Hause so gemacht habt. Ja? Würde uns tatsächlich echt interessieren. Vielleicht können wir da auch noch was rausziehen. So, Weyers, letzter. Ziehen, Fußwechsel, Ronaldo. Hopp, hopp. Ronaldo weg. Jawohl, da ist er. Hopp. Und auf geht's. Yes. Gut so. Sehr schön. So. Nächste und letzte Trickkombination geht immer mit einem Anspiel des Trainers ein. Okay? Oder des Trainingspartners. Okay? Das heißt, du stellst dich jetzt mal so in die Ecke, weil es so platztechnisch eigentlich am besten ist. Okay? Ich werde dich jetzt gleich von da vorne anspielen. Du hüpfst in den Ball rein, machst deine Schussfinte eingesprungen mit dem rechten Fuß. Ja? Mhm. Es geht aber nicht weiter auf der Seite, weil da die Wand ist. Du ziehst den Ball danach mit der linken Sohle an dir vorbei, gehst zum ersten Ball runter, flach über die rechte Seite, rollst den raus, kommst ohne Aufstehen nach oben und kriegst wieder hier den Schuss von mir feste zugespielt. Ja? Jetzt bleiben wir im Prinzip immer an einem Ort, weil es für uns platztechnisch am besten ist. Ja. Wir haben aber alle Elemente dabei, die wir jetzt gerade brauchen. Torwart technisch, flach zum Ball gehen, oberen Ball fangen. Wir haben auch das Aufstehen dabei, das wir jetzt gerade noch geübt haben. Und wir haben eine Übung, in der wir ganz normale Torwart-spezifische Tricks und Finden eben mit einbauen. Alles klar? Ja. Haufen drin. Gut. So. Ich gehe mal da so raus. Ich hoffe, man sieht mich jetzt nicht so. Die Schussfinte direkt, oder? Genau, die Schussfinte eingesprungen und direkt. Ja. So, und los geht's. Hep. Sehr gut. Sohlenwände raus. So, da kommt der Ball her. Rausrollen, stehen, erster und sicher. Genau. Gecheckt? Ja. Soll ich nicht ganz, war das zu weit? Wegen der Mauer? War super. Passt das so? Ja. Ja, okay. Und auf geht's. Hopp, Schussfinte weg. Geht nicht weiter. Sohle, die Sohle und raus geht's. Und zweiter, genau. Wir haben jetzt vorhin gesprochen, dass wir den Ball immer ein bisschen schräger ziehen wollen. Ja. Ja? Du würdest jetzt im Spiel vielleicht auch den Ball, wenn du merkst, es geht hier nicht weiter, ein bisschen weiter nach vorne ziehen, weil ich jetzt den Ball vielleicht auch auf die rechte Seite rausspielen könnte. Wir machen danach heute eh noch eine Übung zu. Okay. Aber schau, dass du jetzt ein bisschen den Ball mehr nach vorne ziehst. Mhm. Anstatt hier schräg hinter. Also ja. Hier geht's hopp. Und du kannst wieder vorne, also vor dir im Prinzip den Ball halten. Okay? Ja. Genau. So,
Ball kommt nach rechts, auf geht's, hopp, verlagern nach links, da geht's nicht weiter, jawohl, sehr gut, und zweiter, gut schon. Haben wir schon. Gut. Und zwei Stück noch, hopp, Schusswinde raus, Sohle weg, jawohl, mega, super, und komm, gut. Und einen letzten schaffen wir noch. Ja. Geht noch? Gut. Und los geht's. Schussfinte eingesprungen. Jawohl. Sohle weg. Jawohl. Und der dritte. Happy. Jawohl. Okay. Gut. Pause ganz kurz bei dir. Wie gesagt, ihr könnt zu Hause auch den zweiten Ball jetzt variieren, wie ihr wollt. Wenn ihr zum Beispiel ausgeflippt im Keller einen Kunstrasen habt, wo ihr euch richtig schön schmeißen könnt, dann könnt ihr da natürlich den zweiten und dritten auch noch anders variieren. Solltet ihr allerdings nur ein kleines Zimmerchen haben zu Hause, was ja auch kein Problem ist, weil wir haben ja auch nicht mehr, ist das natürlich kein Problem. Da muss halt der Trainingspartner einfach auch variieren, indem er den Ball mal rollt oder mit der Sohle anstipst oder eben so über den Boden hinstupst. Das kann man ja natürlich alles irgendwo variieren. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass wir die Bewegungen richtig machen. Ja? Und wenn wir die dann irgendwann können, uns wieder im März nach draußen geht auf die schönen großen Tore, dann sind wir auch bereit, die Teile auch aus dem Kreuzwerk rauszuholen oder von unten um den Pfosten zu lenken. Okay? Letzte Aufgabe hier, wir kombinieren nochmal sondern zwei Tricks. Das heißt, ich spiele dich an, du machst die Schussfinte jetzt mit dem linken Fuß eingesprungen, schaust nach rechts und merkst, genauso wie vorhin auch, oh, es geht einfach nicht weiter auf der rechten Seite, mein Verteidiger ist zugestellt oder der Gegner greift mich schon an. Wir kombinieren mit Ziehen zurück. 1, 2, jetzt gehen wir schräg nach vorne und du bekommst dann von mir einen, was willst du für einen Ball? Einen Aufsetzer. Einen Aufsetzer, aber nicht, dass der wieder auf die Nase geht. Nee, darum was gut zu machen von vorhin, deshalb. Alles klar. Wir machen mal einen Aufsetzer und wir machen nach dem Aufsetzer einen Ball halb hoch hier. Ja. Aber wie gesagt, harter Boden, nicht fliegen, sondern rauswerfen, Schritt nach vorne und dann in Zeitlupe nach unten. Zwei Bälle kombinieren. Okay? Alles klar. Machen wir 3, 4 Durchgänge, dann ist wieder Trinkpause. Ja. Gut, alles klar. Ihr seid zu Hause ready. Ja, Marius ist auch ready. Und los geht's. So, eingesprungene Schussfinte links, dreh um, es geht nicht weiter. 1, 2, sehr gut. So, erster Aufsetzer, jawohl. Und der dritte, hep, hep, wunderbar. Da bin ich sprachlos, Marius. Da bin ich sprachlos. Sehr gut. Also wenn ihr zu Hause das genauso hinbekommt wie der Virus, dann glaube ich, dann werdet ihr richtig gut über den Winter. So, und los geht's. Hopp, Schussfinte eingesprungen, sehr schön. Ziehen zurück nach vorne. Hopp, und erster Aufsetzer und dritter. Hopp, jawohl. Ganz stark, super. Auch hier könnten wir jetzt wieder kombinieren. Flacher Ball am Boden, ja, beim zweiten. Rausspielen, auf den Po drehen und in den flachen Ball rein. Können wir beim letzten vielleicht noch machen, oder? Man einfach den Kindern auch zu Hause zeigt, was noch alles möglich ist. Okay? Okay. Gut. Machen wir noch zwei, einen normal. Und los geht's. Hopp, Schussfinte eingesprungen. Ziehen zurück, lang machen. Mega. Jawohl, super Ball. 1 und 2. Hopp. Genau. Und bleib mal kurz da unten. Mit dem Ball, leg den nochmal am Boden. Den letzten machen wir dazu, Kids zu Hause. Der Marius wird jetzt gleich rausspielen. So, spiel mal her. Wendet jetzt und geht hier ohne da hochzukommen. Okay. Bleibt gleich unten. So, wendet, nur das Knie nach vorne schieben, das linke. Du bekommst dann da nochmal einen Ball. Wichtig ist auch für die Kids, dass die zu Hause jetzt nicht aufstehen und dann wieder aus einer erhöhten Position runterfallen. Das dauert einfach zu lange, sondern das ist eine reine Bodenarbeitgeschichte. Halb hoher Ball, rausspielen, wechseln, linkes Knie nach vorne bringen und dann in den flachen Ball rein. Okay. Probieren wir es mal. Ja. Letzte Runde, dann ist Trinkpause. So, los geht's. Hopp, Schussfinte weg, ziehen zurück und los geht's. Sehr gut, Marius. Erster, zweiter, sehr gut. So, und jetzt komm nach oben. Perfekt. Stark, super. Gut gemacht. So, wir gehen kurz, beziehungsweise der Marius geht kurz in die Trinkpause rein. Ihr zu Hause auch. Ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr irgendwo noch mal eine Frage habt, wenn ihr eine Übung noch mal gerne anschauen wollt, einfach kurz auf Pause gehen oder auf Zurückspulen oder wie auch immer. Das Coole ist ja beim YouTube-Video, ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Wir gehen jetzt ganz kurz schnell was trinken und dann sehen wir uns gleich mit der nächsten Übung.
Da geht es dann vor allem viel um Fußballspielen. Alles klar? Gut, bis gleich. Jupp. Okay, wir brauchen jetzt gleich wieder zwei Hütchen. Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, wir wollen jetzt mal uns viel um das Thema Fußballspielen kümmern. Ja? So. Fußballspielen muss ich natürlich als Torhüter auch ganz besonders gut können. Warum? Weil ich ja nicht nur den Ball wegschnalzen soll, der nach Hause gespielt wird, sondern ich will ja damit auch was machen. So, jetzt haben uns viele Leute geschrieben und haben gesagt, ja gut, aber wenn jetzt so ein Torwart den Ball zu Hause, nach Hause zurückgespielt bekommt, dann macht er ja nicht so und ziehen vorlegen, ziehen Fußwechselschuss, findet irgendwo was. So. Da muss man sagen, das ist richtig. Das tun wir auch nicht und das ist auch nicht zielführend. Aber wir wollen die Tricks und Finden, die wir üben, diese Standtrickgeschichten, die Schussfinden, die Sohlenwenden, einfach auch zielgerichtet einbauen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal eine Übung, die ihr zu Hause ganz, ganz easy einfach machen könnt. Okay, ihr braucht dazu zwei Hütchen. Eins hier und eins gar nicht mal so weit weg. So. Denn der Abstand muss echt nicht besonders groß sein, weil wir haben ja eigentlich auch wenig Platz. Der Vajos hat jetzt mal eine kleine Pause. Der ist im Prinzip mein Anspieler. Du gehst mal darüber in die Ecke. Ja. So. Und unser Keeper ist jetzt hier zu Hause auf der Linie und bekommt von seinem linken Verteidiger einen Pass nach Hause. Der linke Verteidiger sagt, ich weiß nicht wohin, lieber Torwart, ich spiele jetzt zu dir, du bist meine letzte Option. So, jetzt sagt unser Torhüter natürlich, wir gehen hier noch ein bisschen weiter vor, jetzt sagt unser Torhüter natürlich, super, nur her damit. Ja, was wir nicht wollen, ist, spielen wir leer, den Ball jetzt natürlich irgendwo hinzukotzen, das macht keinen Sinn, weil wir den Ball wahrscheinlich eher verlieren werden. Was allerdings Sinn macht, ist, den Ball mal anzunehmen, mitzunehmen, den Gegner mal auf eine falsche Fährte zu bringen und dann am Ende vielleicht doch wieder über den linken rauszulösen. Ja? So. Also, wir spielen mal her, gehen jetzt von vorne raus, wir nehmen den Ball nach rechts mit, sehen, oh, unser rechter Verteidiger ist zugestellt, das macht keinen Sinn, holen uns den Ball mit der Sohlenwende rechts wieder, spielen jetzt hierdurch einen Doppelpass. Okay, also ich spiele dich an, du spielst mich wieder an, ich nehme den Ball nach oben vorne mit und jetzt habe ich zwei Wenden und das Ganze in der Schleife. Sidan-Wende 1, 2, 3. Hier laufe ich durch. Wieder Sidan-Wende 1, 2, 3. Jetzt spiele ich dich an und jetzt spielst du mich an. Okay. Dieser Ball jetzt hier drin würde wahrscheinlich so im Spiel nicht passieren. Das passt jetzt auch nicht unbedingt zu der Position, die wir am Anfang hatten. Aber wir kombinieren es einfach mit einer Aktion, mit einer Toraktion. Alles klar? Ja. Wenn ich rauslöse beim letzten, könntest du zum Beispiel den Ball auch von da spielen, das heißt, du wanderst dann weiter rüber, dann kann man sich schon wieder ein bisschen besser vorstellen nachher. Alles klar? Du kannst auch von da spielen. Mir ist es eigentlich wurscht. Hauptsache ist, der Ball kommt von der linken Seite und wir als Torhüter bieten uns an, hopp, kriegen den Ball und sagen, gut, nach rechts geht's weiter. Geht's doch nicht, Sohlenwende, hopp, Doppelpass. Und los geht's, einmal, zweimal, dreimal, nach innen rein, hopp, hopp, hopp. So, dann spiele ich ihn an, krieg den Ball und bin hier. Alles klar? Ja. Gut. Und nächste Runde. Hopp, geht nicht weiter. Torwart bietet sich an. Hier geht es leider nicht weiter. Hopp, Sohle, Doppel. Und wir dribbeln mal los. 1, 2, 3. Hopp. 1, 2, 3. Torwart, Ausgangsposition. Und hier runter. Alles klar? Vajos, Frage an dich. Ja. Beziehungsweise Frage an die Kids zu Hause. Warum dribbel ich jetzt eigentlich da nach vorne los, nachdem wir einen Doppelpass gespielt haben? Hast du eine Idee? Also ich wollte nach rechts spielen, da ging es nicht weiter. Ja. Jetzt spiele ich mit meinem Linken und der spielt mit mir einen Doppelpass. Ja. Und jetzt läuft unser Torhüter einfach nach vorne los und dribbelt los. Um den Verteidiger mitzuziehen? Um den Verteidiger mitzuziehen und vor allem um einen Gegner auch mal aktiv auf sich zu ziehen. Ja, wir erleben natürlich ganz oft das Innenverteidiger. Den Verteidiger und den Angreifer, meinte ich natürlich. Genau, so. Wir erleben natürlich ganz oft, dass Verteidiger
in die Mitte reindribbeln müssen und Stürmer andribbeln sollen, ja, um sie zu binden. Das Ganze kann ein Torhüter natürlich auch tun. Ja. Es ist immer mit ein bisschen mehr Risiko behaftet, aber wenn man es früh genug macht und wenn man den Ball früh genug los wird, eine Lücke reißt oder einen Mitspieler dadurch frei bekommt, hat man einfach immer eine Überzahl. Und das ist der Moment, wo der Torwart dann wirklich auch dein elfter Mann im Spiel ist. Dein Libero, dein Mitspielender, wie du ihn auch immer nennen möchtest. Nur mutig soll es sein und nur die Aufforderung soll er dazu bekommen. Ja? Ja. Genau. Also, trainiert so und es ist kein Problem. So, nächste Runde. So, anspielen, hopp, weglenken, Sohlenwände weg, hopp, doppel. Und jetzt geht die Reise los nach vorne. Wir brechen jetzt hier allerdings ab, gehen wieder nach Hause. 1, 2, 3, spielen, hopp. Und wir können zum Beispiel noch einen zweiten Ball hier oben reinschmeißen. Das würde dann auch gehen. Ja? Ja. So, zweimal noch. Dann kannst du auch eine probieren. So, hopp. Lenken geht nicht weiter. Sohle, Doppel. Und wir dribbeln los. Hopp, hopp. Nach vorne rein. 1, 2, 3. Spielen. Hopp. Und gleich zu früh. Nee. Ich würde dir mal ein bisschen mehr Zeit lassen bei dem Durchgang, weil ich hatte davor das Gefühl, da bist du immer... Du dachtest, ich wäre nach dreimal schon K.O. Nee, aber ich hab Angst ein bisschen um deine Hüfte gemacht, wenn es zu schnell runtergeht. So, das war deutlich. Meine Hüfte macht dir Sorgen. Sehr gut, alles klar. Das ist der Moment, wo du dann merkst, dein ist schon Großvater. Gut, letzter. Der zeigt dir der Opa mal, was los ist. So, hopp, spielen, lenken, Sohle, hopp, Doppelpass. 1, 2, wir drinnen los. 1, 2. Hopp. Direkt der letzte? Ja. Wow. Super. Geht's gut? Ja. Ja, ein bisschen scharf. Gut. Okay, weißt du das natürlich auch mal? Ja. Und los geht's. So, lenken, Sohle, spielen, doppelt nach vorne. 1, 2, 3. Einmal, zweimal, spielen. Ja. Ich wollte ein bisschen auf deine Hüfte achten. Ja, schön, dass du Rücksicht nimmst. Gelenkt, super. Doppelpass auch feste. Alles richtig gemacht. Nur eine Sache will ich nur, auf die will ich raus. Wenn du deinen Ball nach oben mitnimmst, was du jetzt super gemacht hast, ist der Kontakt einfach ein bisschen härter. Ja? Du willst losdribbeln, du willst weg von den Gegenspielern, du willst Raum gewinnen. Ja. Also ist dein erster Kontakt hier nach vorne ein harter Kontakt. Ja? Keiner, der den Ball einklemmt, sondern einer, der wirklich den Ball auch nach vorne bringt. Umso mehr ich dabei in die Knie gehe, umso mehr ich in den Ball reinhüpfe, umso gelenkter und umso gefühlvoller ist das Ganze. Ja? Ja. Genau. So, nächster. Und schau mal zum Rechten. Ja, da geht es nicht weiter. So, hopp, spielen wir doppelt. 1, 2, hopp. Sohle weg. Zack. Hopp. 1, 2, 3. Spielen. Und da sind wir. Jawohl. Sehr gut. Super. Gut. Bis noch ein. Einer geht noch. So, okay, und los geht's. Hopp, hopp, Sohle, spielen, hopp, doppel, tschack, Zidane-Wende, 1, 2, 3, hopp, 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 spielen, stehen. Ja, da ist er! War jetzt katzenartig. Das ist gemein, wenn man hier so schnell spielt, gell? Ja. Hat man keine Zeit, eigentlich die Bewegung sauber zu machen, deswegen für euch zu Hause auch lieber einmal anhalten, ihn in die Position kommen lassen und dann wieder spielen. Ja? Okay, letzte Aufgabe. Wir haben noch eine Runde. Ich zeige euch auch nochmal, wie es funktioniert. Wir bleiben mal auf dieser Seite. Der Vajos ist wieder mein Anspieler. Und wir machen es mal so, nach dem flachen Ball gibt es einen halb hohen nochmal. Okay. Ja? Okay. Ich zeige euch aber erst, wie das Ganze funktioniert. Jetzt kriegt ihr nicht nur das Anspielen, sondern wir tun mal so, als hätten wir selber den Ball am Fuß. Wir tun nicht nur so, wir haben den Ball am Fuß. So, beginnen mit Ziehen zurück, spielen jetzt den Ball raus, gehen einen Schritt mit rüber, lenken den Ball, hopp, machen eine Schussfinte eingesprungen, spielen den Ball nach Hause, jetzt nicht nach Hause, sondern zum Linken. Jetzt gibt es den Doppelpass, 1, 2, hopp, mitnehmen, Achtung, Schussfinte wieder und wir spielen hier wieder zurück. Also spielen, doppelt um das Hütchen, linke Sohle zieht den Ball weg. Rechter Fuß wieder, wie beim Start, ziehen, zurück, passen, flacher Ball, auf, halb hoher Ball, finito. Okay. Alles klar? Ja.
Okay, gut. Das ist fast wie bei den Challenges, die jeden Tag durch die Kamera flitzen. Okay, so, los geht's. Ziehen zurück. Hopp, spiele. Ich komme raus. Hopp, Schuss, Finte. Doppelpass. 1, 2. Harter Kontakt nach oben. Abbrechen, Schuss, Finte. Spielen. Hopp, Sohlenwende. Raus. Gucken, es geht nicht weiter. Ziehen zurück. Spielen. Erster Ball, flach. Und zweiter Ball und runter. Bisschen warten beim zweiten. Okay. Lass den wirklich wieder aufkommen, damit wir es immer schön wieder aus der Bewegung machen, weil gerade die Halbhohen sollen ja eher in Zeitlupe passieren, wegen unseren Ellbogen, Knien und Hüften. Ja. Alles klar? Ja. Gut. Zu Hause gecheckt? Boah, ich denke schon. Ich habe was vergessen. Ich bin gar nicht mit drüber gekommen. Ich habe gepasst und bin stehen geblieben. Stimmt. Nicht gut. Warum? Weil ich mich nicht anbiete. So, also ziehen zurück. Spielen, jetzt biete ich mich an, kriege den Ball hierher, hopp, Schussfinte, hopp, Ball aus Doppelpass, mitnehmen, Schussfinte, spielen, raus geht's, Sohle weg, geht nicht weiter, ziehen zurück, spielen und erster, stehen, zweiter. Ein bisschen zu weit. Ja. Jetzt fliegen müssen wir. Ja, genau. Und dann wäre sofort die Kamera ausgegangen, so ein rotes Kreuz davor. Und so eine Warteschleifenmusik. Bleibst du dran? Gleich geht's weiter. Ich mache noch einen, dann darfst du noch. Ja. Ein paar, okay? So, also ziehen zurück, spielen, hopp, wow. Mitnehmen, Schussfinte, spielen doppelt, harter Kontakt nach vorne, Schussfinte, spielen, Sohle raus, geht nicht weiter, ziehen zurück, spielen und erster, so warte, stehen, und Zeitlupe nach unten. Gut, war es was dran. Wie das jetzt gemerkt hat alles? Ich leite dich mal durch. Okay. So, ziehen zurück, so geht's los. Spielen, rüberkommen. Lenken, Schussfinte abbrechen. Doppelpass mit dem Verteidiger. Schussfinte eingesprungen. Doppel, spielen. Sohlenwende links. Hep. Ziehen zurück, spielen. Flacher Ball. Und stehen. Halb hoch, jawohl, gut so. Ein bisschen weiter zurück dann bei den Torwartaktionen. Ja. Nur, dass wir mehr Platz haben. Ja. Da hast du, kannst du dich auch länger machen, sonst gehst du so, weil die Wand gleich da ist. Okay. So Schildkrötenmäßig zusammengekauert zum Ball und das wollen wir ja nicht. So, los geht's. Hopp, ziehen zurück. Eins, zwei, spielen. Biet dich an. So, einmal, weg geht's. Doppelpass, eins, zwei, weg geht's. Hopp. Spielen, Sohle nach Hause, es geht nicht weiter, ziehen zurück. So, und jetzt sind wir da. Wow! Nee, ich war zu schnell. Und los geht's. Alles klar? Ja, ja. Das ist echt gemein. Ja, wenn man dann so im Fluss ist, dann spielt man halt auch schneller. Ja. Eigentlich macht es schon Bock, die Übung. Klar. Macht richtig, richtig Laune. Geht ab. So. Noch ein? Ja. Du brauchst noch einen. Schön. Und los geht's. Hopp. Ziehen zurück. Hopp. Bieg dich an. Schussfinte weg. Schussfinte raus. Sehr gut. Doppelpass. Mitnehmen. Schussfinte eingesprungen. Hopp. Sohle raus. Ziehen zurück. Und mach dich. Mach nichts. Und mach dich fertig. Erster Ball flach. Und komm raus. Letzter Ball raus. Yes. Finito. Okay. Atmen. Ja, nicht vergessen. Atmen nicht vergessen. Okay, ihr zu Hause jetzt auch gerade fertig geworden, denke ich, hoffe ich, weiß ich. Ich hoffe, es sind auch keine Vasen, Fensterscheiben oder ähnliches zu Bruch gegangen heute. Wir sagen herzlich danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute am Mittwoch zum Torwarttraining daheim. Mir hat es mega Spaß gemacht, den Bayers natürlich auch wenn er jetzt ein bisschen aus der Puste ist. Wir werden jetzt unsere Knie kurz versorgen gehen. Und euch wünschen wir jetzt eine richtig schöne Woche. Ganz viel Spaß beim Üben. Ja? Und wir freuen uns auf ganz, ganz viel Material, das ihr uns vielleicht zurückschickt. Ja? Einfach an die info@münchner-fußball-schule.de schicken. Und nicht vergessen, auch unter der Woche einzuschalten bei Fördertraining und Fußball-Kindergarten. Auch das haben wir für euch immer im Programm. Genau, an dieser Stelle nochmal herzliches Danke, schöne Woche und bleibt daheim und vor allem gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.